Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Stardew Valley. Jawohl. Wir wollen noch mal schnell bei den Junimos vorbeischauen. Und hey, Harvey, kann ich dir helfen? Ja, denk dran, deinen Mund zu bedecken, wenn du niest. Ja, ich hab doch gar nicht. Also, ja. Nee, ist klar. Sollte man tun, das ist richtig. So, Junimos, was kann ich euch nochmal Gutes tun? Nee, hier habe ich nichts für. Das Radholz habe ich immer noch nicht. Und das sind Herbstsachen. Hätte ich mir mal gleich merken können, aber gut. Ich schaue doch immer so gern nach. Ich meine, ich weiß ja auch, dass ich im Inventar nachschauen kann, was sie brauchen, aber ich bin so gern hier. Ja, Goldmais habe ich noch nicht. Hoffentlich kommt das. Ach so, kommt das bald. Ja! Erdbeerpatsche! Ja, ansonsten habe ich nichts. Gar nichts. Eigentlich noch weniger von dem, was gebraucht wird. Und Mais. Sehr schön. Ja, toll. Da haben wir wieder was losgetreten. Ja, das macht mich auch glücklich, Junimos. Ich guck mal nur kurz. Ja, hier fehlt noch dieser Tigerfisch. Dann natürlich hier der Walauge und der Aal. Hiervon habe ich gar nichts. Müsste wieder angeln gehen. Ich muss eindeutig wieder angeln gehen. Und vor allem am Ozean, weil ich habe noch so gut wie gar keinen Ozeanfisch. Achso, ja, Küchenchef, der könnte vielleicht noch was gebrauchen. Habe ich schon abgegeben? Hier nicht. Hier. Pflanzen habe ich alle nicht. Ja, das Heu muss ich auch noch gucken, wie ich das aufheben kann. Äpfel muss ich noch vorbeischleppen. Den Pilz hätte ich doch gerne mal. Nee, das habe ich auch schon alles gemacht. Ja, das war Metall, das war Erze, da fehlt mir noch das Feuerdings und hiervon habe ich gar nichts. Die Schleime und die Fledermausflügel. So, Fledermausflügel. Ich könnte die 99 Schleime noch vorbeibringen, die anderen scheinen mir irgendwie etwas zu selten zu sein. Muss ich mal gucken, dass ich die Schleime noch opfere. Und dann hätte ich da auch wieder was abgeschlossen. Das ist eine gute Idee. Finde ich zumindest. Die Junimos, die sind ja hilfsbereit, wenn sie denn können. Das können sie allerdings erst, wenn sie ordentlich gefüttert wurden mit dem Material, das sie brauchen. Was könnte ich jetzt noch machen? Ich habe hier noch ein bisschen Peperoni. Ich habe hier die Sachen, die können jetzt erstmal hier runter. Die brauche ich da oben nicht. Ja, mit den Peperonis, da kann ich eigentlich so erstmal nichts anfangen. Oh, es gibt eine neue Ausschreibung. Stimmt irgendwas, was ich habe? Jawohl! Wer? Sam? Wer ist noch? Sam. Sam war der Junge. Der Junge hätte gerne Tomate. Ja, wenn ihm so ist, dann bringe ich ihm eine Tomate vorbei. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Einfach mal eine Tomate zu Sam bringen. Wir hatten doch schon mal Tomaten gemacht. Hier nicht, aber... Hier, perfekt. Eine Tomate für Sam. Das interessante, der Tag ist auch schon wieder rum. Schon wieder 3 Uhr. Diese Kreuzwechsel, die sind einfach extrem zeitfressend. Sam steht doch meistens irgendwo da hinten auf dem Platz rum und da stand im Frühling hier immer rum. Irgendwo. Oh, toll.
Penny spielt wieder mit Vincent und Jess. Aber Sam ist nirgends zu sehen. Ja, das ist auch verschlossen. Keine Ahnung. Kann ich im Moment nichts mitmachen. Kommt vielleicht noch. Ja, wer wohnt hier überhaupt? Erstmal niemand. Das ist schon mal schön. Immer sehr hilfreich. Stimmt, der Sam ist immer unten am Strand. Jetzt komme ich drauf. Der Sam ist unten am Strand und freut seine neu gebackenen Muskeln. Naja, dann heute vielleicht nicht. Also, es muss ja auch nicht jeden Tag so sein. Ah, Kinder. Ist hier irgendwie so ein Detektor? A, B, C befinden sich dort und dort und dort. Sam vielleicht in der Spülhölle? Spielhalle? Nein. Mani kommt auch noch zum Wochenende, also zum Mittwochstrinken. Hier kann ich auch nicht rein, da ist ja gerade heute entschlossen. Steckt der Bursche? Wenn man sich die Kinder nicht ans Bein knotet, sage ich euch. Ja, George hat den Sam auch nicht versteckt. Sammy! Bella Sam! Der kleine Sam möchte in Gang 9 abgeholt werden. Hallo! Och Mann! Sam, wenn du dich immer versteckst, kann ich dir nicht die Tomate geben, mit der du jemanden bewerfen willst. Ja, ich habe so, glaube ich, alle Jugendliche gleich gefunden. Nur den Sam nicht. Hervorragend, oder? Ja, vielleicht hat auch der Linus ihn gegessen, ich weiß es nicht. Also, vermisste Jugendlicher in Stardew Valley. Hinweise bitte an Venter Crassus. Couch Farm. Einmal über den Zuglauf, über die Schienen laufen, wenn der Zug kommt. So, jetzt ist es schon abends, jetzt kann ich den Jungen wahrscheinlich irgendwo suchen. Der schon wieder ein neues Versteck gefunden haben, ist an mir vorbeigeschlichen. Maru guckt in die Sterne. Ja, die hat Spaß. Ich hätte mir mal merken sollen, wo der Sam wohnt, oder? Das wäre vielleicht ganz hilfreich gewesen. Problem ist, auch wenn jetzt irgendeine Festivität anfängt, ja, dann das hilft mir ja auch nicht in dem Fall. Ja, ist klar. Der hat natürlich geschlossen ab 8 Uhr. Super. Die machen alle um 8 Uhr die Häuser zu.
einmal gegen die Mülltonne getreten, weil ich mich ärgere, weil mich die Leute nicht reinlassen. So. Na gut. Wie auch immer, dann finde ich ihn eben in der nächsten Zeit. Also sprich morgen. Donnerstag. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen pampig, was das angeht. Er ist ja jetzt nicht zu viel verlangt, sich zumindest irgendwo im sichtbaren Bereich aufzuhalten, wenn man was bestellt hat. Oder nach Hilfe gefragt hat wegen irgendwas. Und, aber sich so ganz zu verkriechen, das finde ich nicht in Ordnung. Ach, da leuchtet unser unsere Vogelscheuche fröhlich vor sich hin. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich mache hier noch ein paar Bäumchen nieder. So, weil es halt eben geht und so. Ja, jetzt wird es spät. Ich glaube, jetzt gehe ich doch mal ins Bett. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Junge sich einfach so verkrochen hat, obwohl er was bestellt hat. Er möchte nicht mein Freund sein. Habt ihr das gemerkt? Nicht so wie Leo hier. Wow. 550 pro Melon Jelly. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein, das lohnt sich. Ja, die Pilze, das bisschen Fischzeug und so weiter, das kennen wir alles. Aber die Melonenpatsche, die war ja awesome, also überwältigend. Wer hat eigentlich noch was bestellt? Ja, heute muss ich dem das bringen, dem Sam. Tomate. Ist wieder falscher Knopf. Ja, erreiche den Boden der Mine, bringe die Shorts zurück und Tiere züchten. Leichter gesagt als getan. So, ich mache mal hier noch ein bisschen dieses Pepper weg. Das kann auch alles wieder auf Lager. Habe ich ja alles schon soweit durch. So, Holz, Sepp. Oh, ich habe eigentlich genug Holz für die Brücke zu bauen. Fällt mir auch gerade auf. Okay, also erstmal Pilze holen, verkaufen, Fische holen, verkaufen, Feld gießen, baden gehen. Nee, baden gehen nicht. Entschuldige, hab dich fast vergessen. So. Weiter geht's. Ist aber gemein, wenn der Leo sich da in die Mitte setzt, komme ich da nie durch. Oh, braucht 2 Tage. Gut zu wissen. Gestern haben wir geerntet, heute können wir nicht, dann können wir morgen wieder ernten. Ich habe es also instinktiv vorher alles richtig gemacht. Das ist doch mal gut. Geht auch nicht jedes Mal. So, sehr schön. Ja, ich bin mal gespannt, was aus dieser antiken Pflanze wird. Freue ich mich schon irgendwie drauf. So, mal hier runter. Frag mich natürlich auch, wann der andere Kram hier endlich mal fertig wird. Damit.
Oh, es ist was fertig geworden. Ich habe wieder Mais. Und Tomaten. Und Pfefferschoten. Und natürlich Hopfen, 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 Hopfen. Gehen wir gleich zu mit dem Gießen. So. Ja, nee, ernten sollst du. Gießen hast du ja schon. Ernten, Gießen hast du gemacht. Eieiei. Du bist ein Farmer. Wir sind ein Infarmer. Also so ein berüchtigter eben. So. Köder, genau. Köder müssen da jetzt noch rein. Ich habe genug Tomaten, um den Jungen tot zu werfen mit dem Zeug. Bam, 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 bam. Was schmeißen wir wieder raus? Silberkorn brauche ich nicht. Hopfen hier brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Komm, die Chilischote kann weg. Natürlich die Schnecken. Okay, wunderbar. Müll und Hopfen wieder einsortieren. Ich habe keinen Platz für Mais. Tomaten können wir aber wieder reinmachen. Hier habe ich auch keinen Platz für Mais. Na gut, der Mais darf in die dritte Kiste. Da muss ich irgendwann auch mal wieder... Entschuldigung, muss ich erstmal wieder nachbauen. Nachrüsten sozusagen. Nehme auch schnell einen Schluck Wasser, dann brauche ich das nächste Mal nicht zu machen. So, wo ist der Junge? Und 10 Tage haben wir noch. Was an Feldpflanzarbeiten so anfällt. Aber ich werde die Saison in dieser Hinsicht mal ein bisschen ausklingen lassen. Vielleicht kann ich aber jetzt das Geld langsam aufbringen für einen Coup oder so. Ja, will keiner was. Wer hat Geburtstag? Ach, Sam hat auch noch Geburtstag, deshalb war er nicht zu finden. Toll gemacht, Junge. Echt super. Versteck dich doch einfach mal an deinem Geburtstag, damit dich keiner findet, keiner weiß, wo du steckst. Du kriegst halt im Nachhinein die Tomate an den Kopf geworfen. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich ihn suchen soll. Ist aber echt wahr, der Kerl kann sich doch nicht einfach so verstecken. Na? Weißt du eigentlich, wo Sam ist? Kannst du mir das mal gerade sagen? Ja, es gibt ganz viel wildes Essen in der Gegend. Das ist schön. Aber ich brauche den Sam. Den Samity Sam. Da ist Haley, aber nicht Sam. Der hat doch auch schon mal hier am Strand rumgehangen, also echt. Der Junge ist mir ein Rätsel. Ja toll, jetzt laufe ich hier noch rein, das ist auch nicht so gut. Da bist du. Ich danke dir 1 Million Mal, Venta. Ich hätte es wissen sollen, dass du den Job übernimmst. Dad hat mir über den nationalen Feind, das Gotoro-Imperium erzählt. Die klingen wie eine ruhelose Bande.
Eine ruchlose Bande eigentlich, aber egal. Ja, politische Fragen. Schwieriges Thema. Ich kenne mich in dieser Gegend hier nicht so aus, also lass ich's mal. Ja, jetzt ist die Frage. Wir haben noch 10 Tage dieses, diese Jahreszeit. Lohnt sich da noch was, irgendwas Tolles anzubauen? Ich könnte noch ein bisschen Weizen produzieren, ich könnte Radieschen, aber alles jetzt nicht so, wo ich sage, yay, muss sein. Und mit Korn möchte ich nicht alles vollpflastern. Na gut, muss sein. Wir brauchen ein bisschen Geld. Deshalb müssen wir was produzieren. Nehmen wir dann das Teuerste, was wir kriegen können. Not können wir es ja immer noch im Herbst weiter bearbeiten. So, wir werden das Feld jetzt wieder etwas. Was denn? Ah, genau, das Geld kriege ich ja auch noch. Hat mir Sam ja versprochen. Wir werden jetzt hier das Ganze noch ein bisschen erweitern. Überall, wo Lücken sind, können wir noch ein bisschen Korn pflanzen, also ja, Mais pflanzen. Ist natürlich in unregelmäßigen Abständen jetzt am Wachsen, aber das macht nichts. Da stehe ich ganz drüber. Achso, da ist, glaube ich, auch noch Platz. Ja, perfekt. Hier noch ein Korn hin. Und das Ganze gießen wir jetzt noch. Habe ich auch nicht mehr so diese Löcher im Feld. Oh, ich habe jetzt noch eine Idee. Wir können bestimmt wieder was bauen. Also, natürlich haben wir keine Kohle, aber wir können doch was anderes bauen. Eisenkohle, ja, haben wir auch nicht. Mayonnaise-Maschine, wofür? Also wirklich coole Sachen können wir nicht bauen. Boah, schade. Soll ich das Maisfeld noch ein bisschen ausarbeiten und erweitern? Ja, ich mache es, glaube ich, direkt vor die Tür. Das erste, was ich sehe, ist dann Mais. Wird nicht schön, aber was mache ich denn da? Zuerst düngen. Ich habe extra diesen Dünger gekauft. Nein, gemacht sogar. So, nochmal gießen. Mir vor wie in einer Gießerei. Aha, wieder wird, ich weiß. Mache ich aber immer wieder. Stellt euch schon mal drauf ein. Kommt öfters vor, dass ich so ein Blödsinn erzähle, aber die meisten wissen es ja schon, bis hierher durchgehalten haben. Und die, die nicht so das noch nicht wissen, die haben halt erstmal neu zugeschaltet. Ja. So, Feld ist gepflanzt. Ich könnte jetzt, jetzt muss ich mir überlegen. Was würde denn Sinn ergeben? Ich könnte noch ein paar Tapper bauen. Hm, nicht so wirklich prickelnd. Ich könnte ein bisschen Dünger herstellen. Auch nicht so prickelnd. Bienenhaus kann ich nicht herstellen, weil ich keine Kohle habe. Das wäre echt noch interessant, so ein Bienenhaus. Honig herstellen und so. Kriegerring. Ja, genau. Kohle. Ich habe ja so viel Kohle immer. Die Kohleherstellmaschine. Hier. Gold, ja. Ich erinnere mich, da war Gold die Frage. Ich weiß. Ich schau mal, was ich aus diesem Zeug hier bauen kann. Ich glaube, das war ja einfachstes Material, um irgendwelchen Dünger herzustellen oder so. Ah, nee, das waren die Seps.
nochmal Dünger gebaut. Sehr schön. Sepp kann wieder weg. Miet. Tja, ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Slime habe ich auch nicht genug. Sonst hätte ich den Dings in Slime vorbeibringen können. Nö, dann tun wir mal so, als würden wir was Sinnvolles tun. Nicht wahr? Und hauen noch ein bisschen Holz weg. Die Bäume wuchern auch schon wieder auf mein freigelegtes Feld. Und wenn wir damit fertig sind, können wir womöglich noch... Nö, da können wir eigentlich nichts mehr machen. Da sind wir eigentlich schon wieder zu müde für alles. Bei den Stumpen lasse ich mal stehen. Kann ich im Moment mit meiner Ausdauer nicht mehr weghauen. Ja, wir machen uns einfach mal einen kurzen, gemütlichen Tag und werfen uns mal früh ins Bett. Einfach mal, um auszuspannen und zu chillen. Und was bringt denn so ein Maiskorn? Circa 50 das Stück. Okay. So berauschend ist das jetzt nicht. Und überhaupt nicht berauschend. Gut. Schauen wir mal, was das Wetter uns für morgen frei hält. Ja, ein schöner Tag, das habe ich mir fast gedacht. Und die Zukunft sagt uns... viel Glück, wir haben viel Glück, oder sollten viel Glück haben. Ja, komm, dann auf. Einmal die Katze waschen, Wasser geben und Katze hämeln natürlich. Hört sich so. Nimm das mit. Bist du wohl? Erstens. Ja, also die Steine, die den Boden nass halten, die haben jetzt nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Mutter des Fangs? Was? Was für ein lustiges Achievement. Okay. ja. Nee, ist klar. Köder rein. Wunderbar. Und Gießkanne wieder rausholen. Noch zu ernten. Da muss man aufpassen, dass man keine drei Bahnen macht, weil, also nee, direkt nebeneinander macht. Weil sonst kommt man an die mittlere nicht mehr ran. Und meine ewig große Bohnenranke, die da wächst auch nur langsam. Und die ist zwar schon schön weit, aber das, hat bis jetzt auch noch nicht überzeugt, oder? Oh, da ist was fertig gewachsen. So, jetzt muss ich gießen, ganz schnell. Denn der Tag ist wieder rum. So gut wie. Und ich noch. So, jetzt sind wir fast alle auf einer Linie. Naja, den hier nicht. Super, falsche Richtung, Wendt da.
schön. So, dann können wir noch in die Richtung noch mal gießen. Gießen, sage ich, gießen natürlich. Und einmal noch da hoch. Das ist es, wenn es Feld nicht symmetrisch ist. Aber gut, 6 auf 6 Felder ist eigentlich Idealgröße. Zumindest für unser Testfeld, wenn wir die einzelnen Produkte einfach mal austesten wollen, um zu sehen, was man damit machen kann. Irgendwelche Sachen pflanzen, damit wir... Ach, hör schon auf. Damit wir Rezepte ausprobieren können oder irgendwelche Speziallieferungen für die Dorfbewohner machen können. Wie zum Beispiel eben die Tomaten. Ah, das war zu weit. Machen wir es so. Einmal runter. Hier runter. So, jetzt müsste bis hier alles gegossen sein. Noch hier die beiden. Ja, die drei. Ja, genau. Die ist noch die Wiese. Die wächst ja nicht schlimm genug. So, das war's. Gießen ist vorbei. Und ja, das war's auch für die Folge, würde ich sagen. Herzlichen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.